keine Luft? In diesem Modul lernst du die korrekte Atmung unter Wasser. Betrachtest du die möglichen Konsequenzen falscher Atmung? Findest heraus, wie man die Restluftmenge in der Pressluftflasche bemisst und wie der Flaschendruck durch Temperatur beeinflusst wird. Und kannst dir zudem einige Ausrüstungsteile ansehen, aus denen wir im Notfall atmen können. Atmung während des Tauchgangs. Lass uns nun kurz die verschiedenen Phasen eines echten Tauchgangs betrachten. Als erstes müssen die verschiedenen Teile des Tauchgeräts zusammengebaut werden. Die Pressluftflaschen, das Jacket und die Regler. Prüfe unbedingt, ob der Schlauch mit der Inflator-Deflator-Vorrichtung verbunden ist. Lege das Tauchgerät nun an und vergewissere dich, dass alles funktioniert. Sobald du bereit bist, begib dich auf die sicherste und am besten geeignetste Weise ins Wasser. Beginne an der Oberfläche mit gut aufgeblasenem Jacket und dem Regler im Mund, damit tiefer als normal zu atmen. Nachdem du geprüft hast, ob du den Druckausgleich für die Ohren durchführen kannst, lasse die Luft aus dem Jacket ab und atme so viel Luft aus deinen Lungen aus wie möglich, damit du abzutauchen beginnst. Bleibe beim Abtauchen in einer aufrechten Position und führe öfters einen Druckausgleich durch. Wenn du durch die Nase ausatmest, führst du auch einen automatischen Druckausgleich in der Maske durch. Um den Abstieg zu verlangsamen, muss das Jacket mit kurzen Luftstößen aufgeblasen werden. Nach jedem Luftstoß wartest du kurz und überprüfst den Auftrieb, sonst riskierst du ein zu stark aufgeblasenes Jacket. Falls du mit dem Druckausgleich Probleme hast, tauche etwas nach oben und versuche den Ausgleich noch einmal. Klappt es diesmal, so kannst du weiter abtauchen. Wenn es wieder nicht funktioniert, musst du den Tauchgang abbrechen. Wenn du ein Problem mit dem Druckausgleich mit einem Ohr hast, fühlst du dich vielleicht schwindelig. Das ist nicht tragisch. Halte dich an der Abstiegsleine oder deinem Tauchpartner fest. Tauche etwas nach oben und der Schwindel wird verschwinden. Nach Erreichen der geplanten Tiefe solltest du eine Feinabstimmung deines Auftriebs durch Aufblasen oder Luft ablassen am Jacket genau so einstellen, dass du ohne Flosseneinsatz problemlos in deiner geplanten Tiefe bleibst. Kleinere Korrekturen des Auftriebs kannst du durch tieferes als normales Ein- oder Ausatmen, also den Einsatz der Luft in deinen Lungen, bewirken. Du bist nun in deiner geplanten Tiefe und musst daher keinen Druckausgleich der Maske durchführen. Jetzt kannst du durch den Mund ausatmen. Unter Wasser solltest du langsam und tiefer ein- und ausatmen als an Land. Wichtig ist, daran zu denken, dass du unter Wasser niemals den Atem anhalten darfst, insbesondere auch dann, wenn du den Regler aus dem Mund nimmst. Um aufzutauchen, genügt ein leichter Schlag mit deinen Flossen. Du bekommst positiven Auftrieb und beginnst zur Oberfläche aufzusteigen. Nachdem jetzt der Druck abnimmt, expandiert die in der Jacketblase befindliche Luft und du steigst noch schneller. Um die Geschwindigkeit auf ein kontrolliertes Maß zu reduzieren, musst du von Zeit zu Zeit Luft aus dem Jacket ablassen und so versuchen, eine kontrollierte Aufstiegsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Vergiss jedoch nie, immer langsam und tief zu atmen. Beim Aufstieg fühlt es sich vielleicht so an, als ob sich in einem Ohr Druckluft befinden würde. Dies ist selten. Wenn es aber geschieht, so halte kurz an, tauche etwas ab und warte auf das Austreten der Druckluft. Ist es mit einem Schwindelgefühl verbunden? Halte dich einfach an der Aufstiegsleine fest, bis das Gefühl vorbei ist. Lungenüberdehnung. Warum betonen Gerätetaucher immer wieder, dass man unter Wasser niemals die Luft anhalten darf? Denke einmal an das Jacket. Um ein Reißen der Blase zu vermeiden, hat das Jacket ein oder mehrere Überdruckventile, die die überschüssige Luft bei zu stark werdendem Innendruck ablassen. Deine Lungen sind vergleichbar mit der Jacketblase, aber sie haben kein Überdruckventil. Beim Auftauchen mit geschlossenem Mund oder angehaltenem Atem wird der Druck in deinen Lungen zu groß und kann ernsthafte Schäden anrichten. Die Lungen haben innen eine empfindliche Gewebeschicht aus Millionen kleinster Luftsäckchen, den Alveolen. Ist die Lunge beim Aufstieg geschlossen, wird ihr Innendruck größer als der Außendruck. Dadurch wird die Gewebeschicht in der Lunge gedehnt und die Alveolen verformen sich. Diese Lungenüberdehnung führt letztendlich zum Lungenriss.
Geschieht dies, tritt je nach Art der Verletzung Luft aus der Lunge in verschiedene Körperteile aus. Eine mögliche Folge ist der Pneumothorax, bei dem die Lunge in sich zusammenfällt und dann zeitweise nicht arbeiten kann. Die ausgetretene Luft kann sich ebenso um das Herz herum ansammeln und ein mediastinales Emphysem herbeiführen. Dabei treten Schmerzen und unveränderter Herzschlag auf. Luft sammelt sich auch unter der Haut, meist an Schultern und Hals, und bewirkt ein subkutanes Emphysem. Am gefährlichsten ist das gleichzeitige Reißen einer Alveole und eines Kapillargefäßes. Eine Luftblase kann in die Lungenvene und vom Herzen in die Arterien gepumpt werden. Es entsteht eine Reduktion oder Blockade des Blutflusses zu einer bestimmten Körpergegend, die arterielle Gasembolie bzw. AGE. Nachdem Luftblasen nach oben steigen, kann auch im Gehirn Blutmangel entstehen und die Symptome einer zerebralen Ischämie oder eines Iktus hervorrufen. Die Maßnahmen zur Verhinderung dieser ernsthaften Zustände sind sehr einfach. Niemals beim Aufstieg die Luft anhalten, den Regler im Mund lassen und beständig ausatmen, wenn du ihn doch aus dem Mund nehmen musst. Die Druckanzeige. Während des Tauchens ist es ganz wichtig, dass du einschätzen kannst, wie lange der verbleibende Luftvorrat noch reichen wird. Hierzu benötigst du ein Gerät, das vergleichbar mit der Treibstoffanzeige in deinem Auto funktioniert. Dieses Werkzeug ist eine wasserdichte Druckanzeige, das Finimeter bzw. Manometer. Das Finimeter ist mit einem Hochdruckschlauch mit der ersten Stufe verbunden und gibt dem Taucher an, wie hoch der Druck in der Pressluftflasche ist. Der Anzeigebereich des Finimeter in Richtung 0 ist normalerweise rot markiert. Diesen Bereich betrachtet man als Reserve für den Taucher. Fällt innerhalb dieses Bereichs der Druck weiter ab, so kann man das mit dem Blinken der Treibstoffanzeige im Auto vergleichen. Es ist Zeit für dich, an die Oberfläche zurückzukehren. Damit die Luft bei einem Geräteschaden oder Schlauchriss nicht schlagartig entweichen kann, ist die Verbindungsöffnung sehr klein. Das bedeutet, dass die Nadel der Druckanzeige nur langsam steigt oder sinkt, wenn wir das Zylinderventil öffnen oder die Luftdusche betätigen. Neben den mechanischen Druckanzeigen mit drehbarer Nadel gibt es auch elektronische Geräte, die teilweise nicht einmal eine Verbindung zum Schlauch haben müssen, da sie über einen Sender an der ersten Stufe mit Funk betrieben werden. Genauso wie du nicht ohne Treibstoffanzeige Auto fahren würdest, kannst du auch nicht ohne Druckanzeige tauchen. Druck und Temperatur. Bevor du die Druckanzeige zur Berechnung des verbleibenden Luftvorrats nutzen kannst, musst du unbedingt auch wissen, dass der Druck durch die Temperatur beeinflusst wird. Genauer gesagt sind Druck und Temperatur direkt proportional. Wenn der eine Wert ansteigt, so steigt auch der andere. Pressluftflaschen erwärmen sich beim Befüllen, später kühlen sie dann wieder ab und der Druck sinkt wieder. Das ist nichts Ungewöhnliches, es ist ganz normal. Lässt man eine Pressluftflasche allerdings direkt in der Sonne oder in der Hitze liegen, zeigt die Druckanzeige einen höheren Wert an. Sobald man allerdings mit den Pressluftflaschen ins Wasser geht, kühlen diese wieder ab und der Luftdruck im Inneren sinkt. Hat man bei einer Pressluftflasche, zum Beispiel bei einer Temperatur von 45 Grad, eine Druckanzeige von 200 Bar und bringt diese in 15 Grad kaltes Wasser, so sinkt der Druck nach Ausgleich der Temperatur auf 180 Bar. Zur Berechnung der Zeitspanne, für welche die Luft in der Pressluftflasche noch reicht, muss man diesen Umstand ins Kalkül ziehen. Das musst du bedenken, wenn du den Druck einer Flasche misst, die längere Zeit in der Sonne. Luftverbrauch. Jetzt bist du in der Lage, den Luftverbrauch zu berechnen. Du weißt sicher noch, dass Druck mit zunehmender Tiefe ansteigt. Daher verringert sich auch das Luftvolumen und die Dichte steigt. Die Luftmoleküle werden dichter zusammengedrückt. In der Tiefe stellt der Regler Atemluft mit einem Umgebungsdruck zur Verfügung, der höher ist als an der Oberfläche. Dies bewirkt, dass du unter Wasser mit jedem Atemzug mehr Moleküle einatmest als an der Oberfläche und somit auch mehr Luft verbrauchst.
Je tiefer du also tauchst, desto kürzer reicht die Luft in deiner Pressluftflasche. Es gibt schnelle und einfache Methoden, um zu ermitteln, wie viel Luft man unter Wasser pro Minute verbraucht. Stellen wir uns einmal vor, wir tauchen in Salzwasser auf 20 Meter ab und stellen fest, dass das Finimeter 160 Bar anzeigt. Nach 10 Minuten in der gleichen Tiefe ist der Druck auf 120 Bar gefallen. Dies bedeutet, dass wir nach 10 Minuten in dieser Tiefe 40 Bar Luft verbraucht haben, beziehungsweise dass unser Luftverbrauch pro Minute bei 4 Bar liegt. Bei diesem Verbrauch reichen die restlichen 120 Bar in der Pressluftflasche für weitere 30 Minuten in dieser Tiefe. Wenn wir jedoch auf geringere Tiefe aufsteigen, verbrauchen wir auch weniger und du wirst länger unten bleiben können. Praktisch wäre, wenn wir auch bei dieser Tiefe berechnen könnten, wie lange der Luftvorrat noch ausreicht. Durch die Verwendung eines einzigen Referenzwertes ist dies relativ einfach. Wir orientieren uns an unserem persönlichen Luftflächenluftverbrauch. Zur Ermittlung dieses Wertes unter Wasser dividierst du einfach deinen Luftverbrauch in deiner Tauchtiefe mit dem absoluten Druck in dieser Tiefe. Im vorigen Beispiel haben wir gesehen, dass der Luftverbrauch von 4 Bar pro Minute für eine Tiefe von 20 Metern berechnet war, in der ein absoluter Druck von 3 ATA herrscht. Der Oberflächenverbrauch ist in diesem Fall also 1,33 Bar pro Minute. Um den Luftverbrauch pro Minute bei einer bestimmten Tiefe für die Berechnung der verbleibenden Tauchdauer zu berechnen, multipliziert man den Oberflächenverbrauch mit dem absoluten Druck in dieser Tiefe. Bei 10 Metern Tiefe im Salzwasser liegt zum Beispiel der absolute Druck bei 2 ATA. Der Luftverbrauch errechnet sich dann aus 1,33 Bar pro Minute mal 2 und ergibt 2,66 Bar pro Minute. In dieser Tiefe würde also die Luftbefüllung von 120 Bar genau 45 Minuten reichen. Bei deinen nächsten Tauchgängen wird dich dein Instructor deinen Oberflächenluftverbrauch berechnen lassen. Sei dir jedoch darüber im Klaren, dass dies nur eine vereinfachte Formel ist, die keinerlei Faktoren mit einbezieht, die den Luftverbrauch steigern können, wie zum Beispiel Kälte, Ermüdung oder Stress. Bestimmt ist dir schon aufgefallen, dass ein ziemlicher Gewichtsunterschied zwischen einer vollen und einer leeren Pressluftflasche besteht. Die Luft im Inneren wurde aufgebraucht. Dies bedeutet auch, dass sich das Auftriebsverhalten ändert, weil dein Gesamtgewicht gegen Ende eines Tauchgangs geringer ist. Wie gesagt, haben wir hier einen bemerkenswerten Gewichtsunterschied. Eine leere europäische 15 Liter Flasche zum Beispiel wiegt ca. 3 Kilo weniger als eine mit 200 Bar befüllte und eine leere nordamerikanische 80 Kubikfuß Pressluftflasche aus Aluminium wiegt auch ca. 3 Kilo weniger als eine mit 3000 PSI ist ca. 200 Bar befüllte. Alternative Luftquellen. Obwohl du berechnen kannst, wie lange dein Luftvorrat reichen wird, kann es vorkommen, dass du plötzlich keine Luft mehr hast, weil eventuell die Ausrüstung beschädigt ist oder weil du, was wahrscheinlicher ist, vergessen hast, deinen Finimeter während des Tauchgangs regelmäßig zu überprüfen. Was musst du tun, wenn dir so etwas tatsächlich passiert? Dein Instructor wird dir verschiedene Wege aufzeigen, mit einer solchen Situation umzugehen. Neben all dem ist es für dich wichtig zu wissen, dass jeder Taucher eine alternative zweite Stufe oder einen zweiten Regler mit sich führt, um bei Bedarf seine Luft mit einem anderen Taucher teilen zu können. Um diese alternative zweite Stufe beim Tauchgang sofort identifizieren zu können, hat sie eine kräftigere Farbe als die primäre zweite Stufe. Ihr Schlauch ist häufig gelb. Die alternative zweite Stufe muss so getragen werden, dass ein Tauchpartner in Not sie leicht erreichen kann. Darum sollte sie gut sichtbar an einer schnell lösbaren Halterung im Brustbereich getragen werden. Ein Taucher kann diese zweite Stufe dem Taucher in Not auch direkt abgeben, ohne darauf zu warten, dass dieser sie selbst an sich nimmt. Die alternative zweite Stufe wird in der Regel als zweite Hauptstufe an der ersten Stufe angeschlossen sein. Diese Ausrüstungskonfiguration bezeichnet man als Oktopus.
Du kannst auch eine separate erste Stufe verwenden, die an einem zusätzlichen zweiten Ventil an deiner Pressluftflasche angeschlossen wird. Einige Taucher verwenden eine alternative Luftquelle, die Teil des Inflator-Deflator-Kopfes des BC ist. In diesem Fall sollte der die Luft spendende Taucher dem Taucher in Not seinen Hauptregler geben und selbst die alternative zweite Stufe am Ende des Faltenschlauches verwenden. So kann der Spender gleichzeitig auch sein Jacket bedienen. Die Wirksamkeit aller bislang betrachteten Systeme hängt immer vom Tauchpartner ab. Darum bevorzugen einige Taucher das Mitführen einer kleinen, separaten Pressluftflasche, der mit einem separaten Atemregler ausgerüsteten Ponyflasche. Diese einzig sichere Alternative ermöglicht es dem Taucher, unabhängig vom Tauchpartner zu sein. Es gibt die verschiedensten Systeme, mit denen sich der Taucher in einer Situation ohne Luft helfen kann. Alle jedoch werden die Wunder der Unterwasserwelt nicht daran hindern, dich atemlos zu machen. Im nächsten Modul wirst du entdecken, wie sich Schall unter Wasser verhält, lernen, wie man bei einem Tauchgang kommuniziert, das Buddy-System genauer betrachten und dir einige nützliche Tauchinstrumente und Zubehörteile ansehen. Bis zum nächsten Mal.